Wir sprechen mit Daniel Backhaus, Social Media Manager bei der DB Vertrieb. Was ist die DB Vertrieb? DB Vertrieb GmbH, das ist hier in Frankfurt angesiedelt, kümmert sich halt um die Vertriebsaktivitäten der Bahn, Ticketverkauf, sowohl Reisezentren als auch online bahn.de. Okay, also alles, was der Endkunde an Verkaufsmaßnahmen der Bahn zu sehen bekommt. Genau, da bin ich angesiedelt, genau. Okay, und ihr startet heute einen Twitter-Support-Kanal unter db-bahn. Genau. Was erwartet uns da? Also dort können praktisch Service- und Support-Anfragen bezüglich des Personenverkehrs gestellt werden. Angefangen von, ich habe meinen Koffer verloren, über, ich muss mit meiner Bahncard etwas machen. Also eigentlich das, was im Kundendialog auch passiert, per Telefon, per E-Mail, wollen wir jetzt im Social Web abbilden. Und deswegen sind wir unter db-bahn in Twitter erreichbar. Und ein siebenköpfiges Team von Callcenter-Agents, die wir extra dafür ausgebildet haben, erwartet dort die Anfragen. Und das geht rund um die Uhr? Nee, das geht nicht rund um die Uhr. Wir haben das von montags bis freitags von 6 bis 20 Uhr. Das sind die Öffnungszeiten, die wir jetzt erstmal anfangen. Wenn das Social Web danach verlangt, auch die Öffnungszeiten auszudehnen oder am Samstag oder Sonntag zu machen, dann werden wir das entsprechend anpassen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Da müssen wir natürlich das Team nachziehen, weil wir haben 7 Agents ausgebildet. Aber wir haben uns darauf vorbereitet und wenn es soweit sein sollte, würden wir das tun. Okay, welches Aufkommen erwartet ihr denn so im Schnitt pro Tag? Also wir erwarten 300 Tweets, die bahnrelevant sind. Da unterscheiden wir zwischen Pflicht-Tweets, also die direkt angesprochen werden an DB Bahn, und 150 Tweets, wo wir uns auf die Suche begeben und versuchen zu helfen, also Leuten, die uns nicht direkt angesprochen haben. So lange Rede, kurzer Sinn, 300 Tweets pro Tag wollen wir mit dem Team, 7-Mann-Team von 6 bis 20 Uhr beantworten. Und was mache ich jetzt, wenn ich am Wochenende meine Bahncard verliere oder der Anschlusszug hängen bleibt? Oder da ist es tatsächlich so, da kann ein Tweet abgesetzt werden. Der wird natürlich dann nicht innerhalb von 15 Minuten beantwortet. Der wird aber dann sozusagen in den Backlog, läuft der ein, geht also nicht verloren und wird am Montag entsprechend beantwortet. Okay. Was erwartet ihr euch als Bahn davon? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, der twitternde Endkunde ist jemand, der wahrscheinlich sehr viel Bahn reist. Ja. Vielleicht auch hohe Ansprüche an die Bahn stellt. Wie könnt ihr die hohen Ansprüche befriedigen? Naja, also der Twitter-Kanal kann natürlich nicht die Aufgaben, die täglichen Dinge und die passieren, sozusagen lösen. Der Twitter-Kanal, die Intention des Twitter-Kanals ist es, die Kunden in ihrer Mobilität zu begleiten. Das heißt, überall, wo wir unterstützen können und die Mobilität ein Stück besser machen können, dafür sind wir da. Der Twitter-Kanal wird mit Sicherheit nicht die Aufgaben, die es gibt, lösen können. Aber wir werden halt sozusagen die Kunden begleiten in diesem Kanal. Okay, also ist das hauptsächlich eine Informationsfunktion dann? Oder ich meine, letztendlich ist jemand, der euch antwittert und sagt, ich hänge hier irgendwo zwischen Mannheim und Stuttgart und es geht nicht weiter, der hat ja ein akutes Problem, das er eigentlich gelöst haben möchte. Das ist richtig. Wenn ihr das nicht lösen könnt, was nutzt der Kanal dann? Ja, also wir können sozusagen, oftmals ist ja schon allein die Information, die dann vielleicht ad hoc nicht zur Verfügung steht, allein die Information einem Kunden zu geben, sodass er weiß, wo er da dran ist, ist ja oftmals sehr, sehr hilfreich. Das ist ein Ding, was wir lösen wollen. Hinzu kommt das natürlich gerade bei dem Beispiel, was du gerade nanntest, ist eigentlich ein Sonderfall, weil Verbindungsanfragen ist heute ja schon möglich ohne das Social Web. Es gibt m.bahn.de, es gibt www.bahn.de, es gibt diverseste Apps, auf die man zugreifen kann. Und ich gehe mal davon aus, diejenigen, die twittern, werden auch Zugriff auf solche Informationsmedien haben. Und da hat sich ja die Informationsgüte die letzten Monate und Wochen exzellent verbessert. Und ich denke mal, in diesem Fall, den du beschrieben hast, wird auf jeden Fall wir darauf hinweisen, dass es diese Applikationen gibt. Also ihr versucht sozusagen auch andere schon bestehende Informationsangebote zu vernetzen, leichter zugänglich zu machen, Leute nochmal mit der Nase drauf zu stoßen. So ist es. Okay. Wenn jetzt Anfragen kommen, die nicht unmittelbar beantwortet werden können, was passiert dann? Da gehen wir relativ zeitnah, geben wir eine Antwort auf Twitter, also einen Tweet, ein @reply, wie man so schön sagt, um dem Kunden zu sagen, wir haben ihn gesehen, wir kümmern uns um ihn und informieren ihn halt, dass wir seinen Fall, was immer es sein mag, noch in der Recherche sind und dass wir schnellstmöglich, sofern wir das Ergebnis haben, ihn dann antworten werden. Also wir versuchen relativ schnell zu antworten, wenn wir absehen können, dass die Recherche der angeforderten Informationen länger dauert. Okay, das kann natürlich für einen Fahrgast, der jetzt unmittelbar jetzt in den nächsten 3 Minuten eine Antwort braucht, um eine Entscheidung fällen zu können, wie er weiterkommt, schon zu spät sein. Das ist richtig. Das versuchen wir. Also wie gesagt, wir haben ja sozusagen sehr viel theoretisch überlegt, wie das in der Praxis funktioniert. Müssen wir alle gemeinsam erfahren, die Agents, wie die Kunden, wie die Bahn selber auch. Das versuchen wir über sogenannte Sichter,
zu lösen. Sprich, einer dieser Agents ist in der Rolle des Sichters und die Aufgabe des Sichters ist es, hereinkommende Tweets zu priorisieren. Das heißt, wenn er sieht, dass dort ein Tweet beantwortet werden muss, der zeitkritisch ist, versuchen wir das sozusagen vor alle anderen zu ziehen, um dann sozusagen innerhalb der sinnvollen Antwortzeit antworten zu können. Also es wird dann nach Dringlichkeit unterschieden, aber das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. So ist es. Was passiert jetzt, wenn mehr als eure erwarteten 300 Tweets pro Tag auflaufen und ihr überrannt werdet? Ja, das Ding ist, wir gehen davon aus, dass in den ersten 2,5 Wochen sehr viel probiert werden wird, auch von den Kunden, um mal zu gucken, wie funktioniert denn der Kanal. Das heißt, die ersten 2,5 Wochen werden wir nicht mit dem Produktionsbetrieb vergleichen können. Wir geben uns 2,5 Wochen Zeit, wo wir auch damit rechnen, überrannt zu werden. Und nach 2,5 Wochen werden wir gucken, wie viel Tweet-Aufkommen haben wir wirklich. Ist dieses Tweet-Aufkommen mit den 7 Leuten handelbar? Wenn nicht, werden wir nachrekrutieren und das Team halt exzessiv dann ausbauen, um dann die Tweets abzuhandeln. Natürlich gibt es eine Obergrenze. Ja? Also wenn es irgendwie 2000 Tweets pro Tag sind, wird man überlegen müssen, wie das alles funktionieren soll. Denn all das Ganze muss ja auch finanziert werden, bezahlt werden. Und bei 2000 Tweets, vermute ich mal, müssen wir ein Team von 25 bis 50 Leuten haben. Das geht irgendwann nicht mehr. Deswegen heißt das Ganze ja auch Pilot. Pilot heißt, alles das, was wir uns in der Theorie überlegt haben und in den Schulungen erfahren haben, wo wir die Agents ja geschult haben, muss sich jetzt in der Praxis beweisen. Das heißt, auch die Mengengröße, die wir uns überlegt haben, auch das müssen wir gucken, wie es da aussieht. Wenn du die ersten 2,5 Wochen ansprichst, das gehen wir eigentlich davon aus, bei aller Vorbereitung, dass wir da überrannt werden, da werden wir halt entsprechend informieren. Also wir werden den Leuten sagen, dass wir im Moment das Tweet-Aufkommen nicht abarbeiten können und werden dann versuchen, mit Hilfe des Sichters auch dort die prioritär höheren Dinge rauszufischen und die entsprechend prioritär zu behandeln. Das ist die Idee dahinter. Okay, abschließende Frage. Was passiert mit der Facebook-Seite vom Chefticket vom vergangenen Jahr? Das ist eine gute Frage. Die ist ja schon in @dbbahn, also mit /dbbahn überführt. Diese Seite wird reaktiviert, das hatten wir ja auch damals angekündigt. Und wir wollen auf Facebook natürlich den Service- und Supportangebot auf Twitter, wie wir es jetzt machen, auf Facebook verlängern. Das wird vermutlich, bitte nicht drauf festnageln, im Laufe des Juli passieren. Das heißt, dort. So schnell doch schon. Ja, also wir haben es geplant, aber letztendlich weiß man natürlich nie, es hängt von vielen, vielen Entscheidungen ab. Es ist nun mal bei einem Großkonzern ist das so, dass viele, viele Leute mit involviert sind und sozusagen ihr Ja oder Go dazu geben müssen. Wir planen im Moment, das im Juli nachzuziehen. Hat weniger ein Problem, das Ausbildung der Leute, weil das Twitter-Team wird auch den Facebook-Kanal bedienen. Und das soll, sagen wir mal, mit Service- und Support-Anfragen genauso zur Verfügung stehen wie jetzt der Twitter-Kanal. Alles klar, vielen Dank, Daniel. Ja, sehr gerne.